Hallo und willkommen zu Let's Play Gothic 1. Ich bin euer Nightwolf. Ja, so ein kleiner Rückblick. Wir haben das letzte Mal mit Gorn die freie Mine befreit und mit Tarok geredet. Ja, und jetzt müssen wir die Sachen fürs Ulumulu finden. Mit dem Ulumulu sollten wir in die Orkstadt kommen. Orkstadt. Hab grad gedacht, ich hab gespoilert, hab ich aber nicht. Also, wir brauchen ein Schattenläuferhorn, Sumpfheizähne, Trollfäuste und Feuerbrandzunge. Also, bis auf die Trollfäuste kriegen wir eigentlich alles in der Nähe des Sumpflagers. Deswegen werde ich die Sache gleich nochmal benutzen. Aber ich zeige euch jetzt kurz, wo ihr die Trollfäuste herkriegt. Das ist nämlich auch ganz leicht. Obwohl ich gerade voll den Umweg gehe, fällt mir auf. Naja, was soll's. Ich hoffe, ich habe laut genug gemacht und ich nehme auch auf. Gut. Und zwar, wir müssen zur alten Mine. In der Nähe davon sollte meines Wissens nach irgendwo ein Troll sein. Wenn ich nichts verpasst habe. Haben wir Lernpunkte? Wir haben Lernpunkte. Gut, wir haben Lernpunkte. Naja. Und zwar entweder da, wo aber niemand ist, wie ich sehe. Soweit ich weiß, müsste der hier weiter drin sein, oder? Der nimmt das Spiel auf. Oder? Komm, lass mich recht haben, bitte. Ja, bingo. Bevor wir speichern. Und auf geht's. Lasst euch ja nicht treffen. Sonst seid ihr schneller tot, als ihr denken könnt, wie ihr seht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uah! Oh nein, 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 komm. Verdammt. Okay, das war schlecht. Wie gesagt, lasst euch nicht von ihm treffen. Einmal Trank einwerfen. Haben wir irgendwelche... Na, wir haben nichts gegen ihn. Und go. Obwohl, einfach mal zum Test. So, kleiner Vorteil. Fuck, 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 fuck. Wir haben es geschafft, er ist down. Und mein Hund bellt wieder. Ich werde jetzt nicht runtergehen, denn da sind schon Leute unten. Also, ja, meine Mutter und so, die sollten für Ruhe sorgen. Hoffe ich zumindest, weil er nervt gerade ziemlich. Wo habe ich Heilung hingelegt? Sag mal. Toll, Licht. Sag nicht, ich habe Heilung weggelegt. Ja, toll, super. Ich habe Heilung weggelegt, ich Trottel. Egal. Sag mal! Und zwar, wir werden jetzt zum Sumpflager teleportieren. Was wir gleich machen werden, denn ich werde jetzt erstmal meinen Hund ruhig stellen. Bis gleich. So, entschuldigt für die kleine Unterbrechung. Mein Hund hat mal wieder einen Fehlalarm geschaltet. Also auf zum Sumpflager. Und einen Trank schlucken. Wo, da.
Und ich habe vergessen, meine Uhr einzuschalten. Deswegen werde ich die jetzt mal kurz weiterführen, starten. So. Mit Sumpfein haben wir ja schon Vergnügen gemacht. Und ich kenne mich hier nicht aus und laufe wieder total in die falsche Richtung. Hier lang. Uff. Ich sollte mal versuchen, das Sumpflager ein bisschen kennenzulernen. Hier lang. Richtig. Ah ja. Von dem Templer, von einem Templer, der hier stand, haben wir doch mal unsere Hüterklinge gekriegt. Ja. Kornaran. Keine Funktion, der Typi. Und ich werde auch gleich mal versuchen, euch was zu zeigen. Und zwar einen speziellen Typi, den man aufsuchen kann, was ich auch machen werde. Aber in den ersten Kapiteln ist das recht schwierig, weil er ist so blöd und wohnt mitten im Sumpf und wurde wahrscheinlich schon von Sumpfhaien gekillt. Nein, er lebt noch. Langsam, du hast gewonnen. Schrat. Langsam, du hast gewonnen. Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von uns. Hinter uns ist was. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred, Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Ein paar Einfallspinsel ausplündern, ein bisschen Erd sammeln. Was denkst du? Langsam, du hast gewonnen. Wobei aber zu sagen ist, dass er... sag mal... Ihr solltet ihn echt nur am Anfang mitnehmen, weil, wie gesagt, er verreckt schon bei... irgendwie 2-3 Moderats. Und er rennt wie von der Tarantel. Oh ja, stirb, du Sau. Aber nein, ich möchte nicht, dass Schratz stirbt. Nein. Ich muss ihm helfen. Nimm dies, jenes und sowieso. Oh Gott, nein. Schratz, bitte stirb nicht. Alter. Nee. Komm her, du Sau. Irgendwie habe ich gerade... Entschuldigt, aber ich bin gerade ein bisschen angefressen. Aber was soll's. War nur ein unwichtiger Charakter. Ist ganz praktisch. Wie gesagt, gegen Mollerats und so könnte er helfen. Habe ich aber persönlich nur einmal probiert und da ist er gegen 3 abgekratzt. Das heißt, ich werde es nicht nochmal machen. Für alle Anfänger, die neu anfangen wollen und das noch nicht können, ja, solltet ihr mal machen. Und wo wir beide gerade sind, ich habe vergessen, ein Easter Egg zu zeigen. Und zwar ich werde nicht direkt sagen, was er ist. Ihr sollt selber euren Spaß dann haben, für alle die, die das Spiel noch nicht kennen. Geht mal im zweiten Kapitel zur Bühne des alten Lagers. Das geht nur im zweiten Kapitel. Naja. So. 2 von 4 Gegenständen haben wir schon und wir sind gerade mal bei der ersten Folge. Also weiß ich nicht, was ich heute machen werde. Ich werde heute wahrscheinlich nur 3 Folgen machen. Ja, 3 Folgen, ne? Weil 5. Kapitel, ich habe Schulzeit, ich habe nicht viel Zeit. Aber deswegen werde ich jetzt hier einmal schneiden, damit die neue Folge startet. Viel Spaß noch beim Weitergucken.